Von KTM gibt es jede Menge spannende Fahrräder. Das ist auf jeden Fall wirklich eines der allerspannendsten, weil es ist ein Testsieger. Im Mai diesen Jahres hat das Machina Era 671 LFC PTS, so heißt das Fahrrad in seinem ganzen Namen, den Testsieg davongetragen bei einem Test, wo es darum ging, SUV-E-Bikes im Gelände als auch in der Stadt zu testen. Das KTM-Modell hat sich da gegen prominente Konkurrenz durchgesetzt. Genauer gesagt war es natürlich das Modell für die Saison 2022. Bei uns steht jetzt das Nachfolgemodell sozusagen für die Saison 2023. Technisch hat sich an dem nicht wirklich was verändert. Es haben sich ein paar Details verändert. Wenn wir hier zum Beispiel auf das Display gucken, da ist das neue Intuvia 100 Display dran. Das war natürlich an dem Modell nicht dran verbaut, das den Testsieg errungen hat. Aber ansonsten ist es natürlich komplett dieselbe Basis geblieben. Was vor allen Dingen wichtig ist, derselbe Rahmen ist es mit dem PTS-System von KTM. Das ist eine besondere Form des Tiefeinsteigers, bei der ja der Rahmen auf Stabilität ausgelegt ist und eben das ermöglicht, was dieses Fahrrad kann. Ihr könnt nämlich bequem einsteigen und trotzdem mit dem Fahrrad im Gelände sein. Es ist enorm vielseitig. Es ist auch extra mit der Gabel und dem Federweg von 80 mm sehr breiten Reifen darauf ausgelegt, wirklich auf wechselnden Untergründen super zu fahren, auf Waldwegen, auf Schotter etc. Ihr seid aber eben auch komplett bedenkenlos in der Stadt mit dem unterwegs, weil es einfach mal die komplette Ausstattung hat mit Gepäckträgern, mit Schutzblechen. Die Lichtanlage ist natürlich auch serienmäßig komplett verbaut. Von daher ein Fahrrad, was ihr für eigentlich alles irgendwie nutzen könnt, was euch so in den Sinn kommt, fürs Pendeln, den täglichen Weg zur Arbeit, aber auch für ausgedehnte Touren. An dem Gepäckträger passen natürlich auch diverse Gepäcktaschen dran. Da könnt ihr also auch größere Ausflüge bequem mitmachen. Das Intuvia 100, das neue Display, gibt euch einen Hinweis darauf, was KTM mit dem Bike tatsächlich gemacht hat im Vergleich zur Vorsaison. Es hat es nämlich komplett auf das Smart System von Bosch gehoben, auf den neuen Antrieb. Das heißt, wir haben hier den neuen Performance CX Motor drin. Vor allen Dingen auch einen von den neuen Powertubes, den Powertube 625, den Bosch gerade auch erst präsentiert hat. Gemeinsam zum Beispiel mit dem Display. Das heißt, für die neue Saison profitiert ihr auch dann nochmal von diesen Konnektivitätsfeatures, die jetzt mit diesem Antrieb dazukommen, von dieser wunderschönen LED-Remote, die auch das Bedienen hier wirklich stark erleichtern. Zusätzlich hat das Fahrrad eine neue Farbe bekommen. Das ist ein Vital Blue Matte, also auch wieder ein matter Farbton, der uns hier vom ersten Anblick her echt sehr gut gefällt. Von der Era-Modellreihe gibt es natürlich auch noch weitere Bikes. Ein Teil davon findet ihr bei uns im Shop, von daher schaut da gerne auch mal vorbei. Das eine oder andere stellen wir vielleicht euch auch in Zukunft noch mal per Video vor. Von daher unbedingt unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr da auch nichts. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis bald. Tschüss!